Auf dem Gelände der Dunlop-Kaserne in Rheine wurde heute eine 5-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft. Der Kampfmittelräumdienst aus Münster nahm die Entschärfung vor. Kampfmittelräumer Heinz-Dieter Berchem entschärfte die 5-Zentner-Bombe ohne Probleme. Für die Entschärfung musste die Flüchtlingsunterkunft in der Dunlop-Kaserne sowie ein Radius von 250 Meter evakuiert werden. Für die Zeit der Bombenentschärfung wurden die Flüchtlinge sowie die Anwohner rund um der Dunlop-Kaserne in die Stadthalle verbracht. Dort wurden sie von das Deutsche Rote Kreuz versorgt. Nach der erfolgreichen Entschärfung um ca. 15.30 Uhr konnten alle Bewohner in ihre Häuser zurück. Die Flüchtlingsunterkunft in der Dunlop-Kaserne konnte somit auch wieder bezogen werden. Halb zehn bekam ich dann den Anruf von der verantwortlichen Person unserer Vertragsfirma, dass es sich um eine amerikanische 5-Zentner-Bombe handelt mit einem mechanischen Bodenaufschlagzünder. Nach dieser Erkenntnis habe ich dann das Ordnungsamt informiert, wie über diesen Sachverhalt unterrichtet. Und dann sind die Maßnahmen seitens der Ordnungsbehörde für die Entschärfung eingeleitet worden, für den Entschärfungszeitraum. Es handelt sich hierbei, was ich gerade schon sagte, um eine amerikanische 5-Zentner-Bombe. Damit man sich die Größenordnung so vorstellen kann, 125 Kilogramm sind in etwa Materialanteil, sprich Bombenhülle und so weiter, und ca. 125 Kilogramm Sprengstoffanteil. Und diese Bombe habe ich dann gerade entschärft und vorbereitet, ist jetzt auf den LKW und wird gleich abtransportiert. Die Entschärfung war relativ problemlos. Der Zustand des Zünders war noch gut, sodass er sich problemlos aus dem Bombenkörper ausbauen ließ. Wie viel der Entschärfung ist das bei Ihnen? Etwas über 600.